Ja, hallo, herzlich willkommen bei dem Speak Code is Poetry oder vielmehr möchte ich euch aus meiner Zeit, meiner kreativen Zeit in der Computerszene berichten und die fing irgendwann mal mit dem Commodore 64 an, Heimcomputer. Ich bin 74 geboren, das heißt, ich hatte dann wohl das Glück, mit den Heimcomputern aufzuwachen. Also ich kann nicht lauter machen, aber ihr könnt lauter machen von der Technik. Hört ihr mich jetzt? Muss ich alles nochmal sagen? Okay, ich sage alles nochmal. Ich sagte, ich will euch über meine Zeit in der kreativen Computerszene berichten. Ich bin 74 geboren und somit in die Zeit der Heimcomputer reingerutscht. Commodore 64, Atari ST, Amiga und so weiter. Und es gibt da eine ja, recht untriebige Szene, die gab es damals schon. Und ja. Mal schauen. Hier sind die drei Computer. Oben rechts ein Commodore 64, ein Brotkasten. Der hatte ungefähr 38 Kilobyte nutzbaren Speicher. Mit Tricks konnte man den ganzen 64K, der hat ja seinen Namen, eben auch ausreizen. Und links daneben, das ist ein Atari ST, der kam danach, war ein Quantensprung sozusagen. Der hatte schon einen 68K-Prozessor drin, während der Commodore einen 6502 drin hatte. Der war richtig langsam. Und rechts unten, das ist ein Commodore Amiga 1000. Das war dann ja, vielleicht so der erste erschwingliche Multimedia-Computer. Okay, das ist ein bisschen Text zu mir. Das überspringen wir mal. Da war ich in Stockhausens Musikstudio. Es ist so, dass ich in der Computerszene angefangen habe als Programmierer, weil ich es musste. Also damals hat man den Computer angemacht und es war nichts da. Man musste ihm quasi beibringen, was er tun und lassen sollte. Und so bin ich zwangsläufig erstmal so als junger Mensch mit 10, 11, 12 dann in Versuchung geraten, Computer zu programmieren. Und in der Computerszene hat man sich dann schnell zusammengerauft und hat eben programmiert, kleine Kunstwerke geschaffen, Demos, Intros, vor gekrackte Spiele gehängt, Musik gemacht dazu und Grafiken. Und ja, das hat mich dann irgendwann bis zum Kunststudium gebracht und ja, ich bin jetzt eben schon seit x Jahren freischaffender Künstler, auch immer gut connected noch mit der Szene oder auch beim Chaos Computer Club jedes Jahr eigentlich auch mit dabei. Ich mache dann entweder Musik oder halt mal einen Vortrag, je nachdem, was so gewünscht ist. Ja, es gibt von mir die Siegfried-Kercher Kunsttage, die sind in einer ehemaligen Abhörstation auf dem höchsten Berg Hessens, in dieser Kuppel. Die hat einen 13-fach gefalteten Hall und da kann man ja, mit der Stimme schon sehr viel machen, aber ich lade dann immer befreundete Musiker ein und wir jammen da. Okay. Hier haben wir einen C64 links unten, rechts wieder den Amiga. Links, das ist so das Fenster von dem Commodore 64, da sieht man auch die Statusmeldungen 64K bzw. 38K Byte frei. Und rechts, das ist schon, ja, das ist die Workbench vom Commodore Amiga. Da ging es schon etwas komfortabler zu, also Benutzeroberfläche mit Maus und Icons. Beim C64 kam das tatsächlich später auch nach, das hieß dann GEOS, aber ja, das war sehr rudimentär, wie man sich vorstellen kann. In 64K kriegt man einfach nicht so viel rein. Jo, der Commodore 64, der kam 82 raus in den USA, 83 in Deutschland, hatte den 6502-Prozessor, das waren fast 1 MHz und ja, 64K Speicher, das Diskettenlaufwerk dazu, hatte 170 KB Speicherkapazität. Eine Floppy Disk, die konnte man dann auch rumdrehen, wenn man sie gelocht hatte, quasi. Es gab dann Diskettenlocher und man konnte dann die B-Seite auch noch bespielen. Ja, hat 1.495 deutsche Mark damals gekostet. Ja, ich habe einen zum Geburtstag bekommen
Und ich musste ein Jahr lang auf die Floppy warten. Die gab es dann ja, zu Weihnachten. Und der Zwischenschritt war eine Datasette. Also man hat quasi auf einen Kassettenrekorder die Daten dann eben aufgenommen und abgespielt. Das hat sehr, sehr lange gedauert. Aber wir in der Szene wussten uns da auch zu helfen und haben die ersten Turbolader da quasi auch schon entwickelt. Da konnte man dann ein Spiel wie Winter Games, das sonst 4 Minuten geladen hat, in circa 14 Sekunden spielen. Also man konnte da schon wahnsinnig viel bewirken. Ja, ja, hier ist mal so ein Crack-Intro. Müsste eigentlich jetzt auch Sound rauskommen. Ich habe mich hier eingestöpselt. Bitte mal die Technik. Es müsste ein Sit. Ja, vielen Dank. Das ist also der berühmte Sid-Chip vom Commodore 64. Und das ist so ein typisches Intro. Das haben wir uns einfallen lassen. Also es war ja so, wir waren ja noch jung und hatten nicht so viel Taschengeld und wir wollten eigentlich auch die Spiele haben, die die anderen hatten. Also wir haben uns in Kaufhäusern getroffen und haben da versucht zu tauschen und da gab es die ersten Kopierschütze schon und ja, da mussten wir den dann auch irgendwie knacken und als wir raus hatten, wie das ging, das war relativ einfach noch, man konnte den Speicher dumpen und damit man sehen konnte, wer das dann eben auch gecrackt hat, haben wir uns solche kleine Intros einfallen lassen. Das ist eine Grafik und ein Scrolltext und dann eben die Sid-Musik. Der Soundchip vom Commodore 64, der ist sehr speziell. Die Synthesizer-Firma Ensoniq hat den quasi entwickelt. Der kann ganz wenig, aber er hat so einen unverwechselbaren Sound und ich gebe ab und zu auch noch mit meinem Brotkasten Konzerte. Also ich habe den ein bisschen gemoddet und kann den also quasi wie ein Synthesizer anfassen. Ja. Okay. Machen wir mal weiter. Dann, also der C64, da war das alles noch sehr im Verborgenen, also die Szene war sehr überschaubar. Wir ja, haben eigentlich so Deutschland oder vielleicht europaweit dann mit per Post unsere Dinge hin und her, also die Disketten hin und her geschickt. Und als der Amiga dann aufkam, fingen wir auch dann mit DFÜ, Datenfernübertragung, an. Wir hatten dann tolle Akustikkoppler erstmal mit 300 Baud, 1200 Baud, 2400 Baud und später in den frühen 90ern ging es dann mit den US Robotics Modems los. Da hatten wir dann High-Speed-Protokolle und die Szene hat sich auch erweitert. Das Intro, das ihr eben gesehen habt, das war von Adler Soft aus den USA, das waren mit die ersten Cracker, mit denen wir dann eben auch Kontakt hatten. Und da war das Ganze schon ziemlich international, aber hier auf dem Amiga hat sich das Ganze dann auch, ich will mal sagen, professionalisiert. Und auch, ja, es ging schon in die Breite. Also es wurden dann auch die Ermittlungsbehörden auf uns aufmerksam. Also ich bin 14 gewesen, dann stand mal ein Einsatzkommando von der Polizei vor meiner Tür. Meine Mutter hat aufgemacht und die kamen dann rein und haben sie erstmal schlapp gelacht, als sie mich gesehen haben und sind dann wieder gegangen. Also die haben mir gar nicht irgendwie so eine terroristische Vereinigung oder so zugetraut. Also es war mein Kinderzimmer, da lagen zwar überall Disketten, aber ich hatte die auch kodiert. Also ich hatte ein Assembler-Programm geschrieben, das die auf jeden Fall nicht bei normalen Computern lesbar waren. Und da sind die wieder gegangen. Also die konnten sich das gar nicht vorstellen. Ja. Und da bin ich aber dann schon etwas vorsichtiger geworden damals dann. Okay. Ja, der Commodore Amiga 500, das war so ein Schnitt. Es gab erst diesen Tausender und der war noch wahnsinnig teuer. Also als der rauskam, war das so ein Computer für Künstler, also Andy Warhol hat dann zum Beispiel mal mit Deluxe Paint was gezeichnet und so. Man konnte sich den kaum leisten, der war einfach schweineteuer. Und hier steht 87 ist dann der Amiga 500 rausgekommen. Das war eine sehr abgespeckte Version von dem Ganzen. Und dann kam aber auch der Durchbruch, also für den Amiga, der vorher dann eine Spezialkiste war, hin in die Breitenwirkung auch. Es kamen immer mehr Spiele raus und so weiter und so fort.
Ja, die technischen Daten, die haben sich auch schon dann in die Höhe geschraubt. Es war so ein 68.000er Prozessor drin, der auch im Atari ST seinen Dienst tut, immerhin mit 7 Megahertz schon. Und der Amiga 500 hatte 500 KB Arbeitsspeicher, ein 880 KB Diskettenlaufwerk und er hat 1.100 deutsche Mark gekostet. Okay. Können wir es ein bisschen lauter haben? Dankeschön. Das ist jetzt ein Crack-Intro auf dem Amiga. Das sieht schon ein bisschen anders aus als das vom C64. Das ist jetzt von Freunden von mir geschrieben, Unit A. Die waren damals ziemlich gut. Die haben so 55 Cracks rausgebracht, dann haben sie aufgehört. Und ja, es gab dann im Scrolltext daneben auch so Mitteilungen, Greetings, man hat sich gegrüßt. Und die Leute waren schon recht fit. Die haben zum Beispiel, also die Leute von Unit A, die haben Xcopy geschrieben auf dem Amiga. Und in dem Intro machen sie gerade einen fertig, der die Kopierroutinen damals von Vorgänger von Xcopy, White Lightning, glaube ich, geklaut hat und ein eigenes Copy-Programm rausgebracht hat. Und der war dann natürlich in der Szene tot. Der war dann ja als Dieb quasi entlarvt. Ja. Okay. Das ist jetzt was von mir. Und das ist ein sogenannter Trainer. Also wir haben früher Computerspiele gespielt und die waren teilweise sehr schwer. Man ist dann irgendwie in Level 2 verreckt. Und da wir die Sachen ja quasi in den Händen hatten, konnten wir damit auch alles machen. Also wir haben nicht nur unser Intro davor gesetzt, sondern wir haben die Spiele dann quasi auch trainiert. Also unendlich Leben zum Beispiel oder extra Waffen auf Knopfdruck und so weiter. Das war uns ein leichtes. Ja, so sieht dann so ein Trainer aus. Und der hatte jetzt, Frontier heißt das Spiel, das ist der Nachfolger von Elite. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Da haben wir 184 Optionen gemacht. Okay. Jo, die Commodore Amiga-Grafik, die war seinerzeit wirklich voraus. Deluxe 4096 Farben im Hold and Modify-Modus. Das ist jetzt Dan Silva, das ist quasi der Urgroßvater von Photoshop, das heute jeder benutzt. Ja. Electronic Arts war damals federführend, auch in Anwenderprogrammen. Und das ist jetzt gerade Deluxe Paint 3, das da vorgeführt wird. Ja. Das gibt es seit 85 und bis 94 wurde es auch weiterentwickelt. Die Auflösung war da variabel und der Hold and Modify-Modus, der war sehr komplex, den konnte man nicht einfach so benutzen. Deshalb haben die meisten Anwendungen auf dem Amiga auch zwischen 16 und 32 Farben gehabt, also so 5 Bitplanes. Damit konnte man auch von der Geschwindigkeit her ziemlich gut arbeiten. Und das war schon mehr als alle anderen zu dieser Zeit irgendwie konnten. Ja. Es war eben auch ein erschwinglicher Rechner und populär der Nachfolger vom C64 einfach. Ja. Okay. Ja, Deluxe Paint. Nur mal so Interesse halber, hat jemand von euch irgendwann mal mit Deluxe Paint gearbeitet? Mal die Hand hoch, da oben hier. Okay, alles klar. Gut. Ah ja, die Amiga-Musik. Da gab es den sogenannten Soundtracker, der wurde 87 von Carsten Obarski geschrieben. Der wohnt heute in Kassel und der hat für einige Spiele dann eben auch ja, Klassiker geschaffen. Man hatte da nicht wie auf dem C64 Restriktionen, die sehr stark waren, sondern der Amiga konnte schon auf 4 Kanälen sogar Samples abspielen. Also das hörte sich schon einigermaßen an. Ja, das sind Samples von der Sample Disc 1, die kennt man, wenn man den Amiga hatte. Nicht jeder hatte damals schon einen Sampler und dann wurden diese Samples eben hoch und runter benutzt. Das war so ein bisschen der Nachteil. Ja.
diese Sounds haben sich bei mir auch irgendwie festgesetzt. Das sind gewisse Gefühle, die da hochkommen, weil man da als Jugendlicher oder Kind dann schon drin war und diese Sachen haben einem schon also die Welt bedeutet. Ja. Heute gibt es das auch noch. Renoise zum Beispiel ist ein modernes Tracker-Programm, das ziemlich aufgebohrt ist, VSTs verwenden kann und so weiter. Also das Konzept lebt quasi weiter und ist damals auf dem Amiga geboren worden. Okay. Ah ja, jetzt wird es interessant. Das Amiga-Coding, wie haben wir das gemacht? Also wir hatten verschiedene Möglichkeiten, die waren relativ rudimentär, aber der Seca-Assembler hat sich so für einiges angeboten. Der wird jetzt hier in diesem kleinen Bildschirm gerade gestartet. Man hat also in 68.000-Assembler gecodet. Und diese Musik, die ihr eben im Tracker gesehen habt, im Mod-Format quasi eingeladen. Man hatte da eine Assembler-Abspielroutine. Es musste alles relativ tight sein, weil die Rechenzeit natürlich kostbar war. Die Grafik kam dann aus D-Paint, die haben wir umgewandelt. Und normalerweise ist das dann ein Logo gewesen zum Beispiel. Oder wir haben so Sprites animiert oder Blitterobjekte, Bobs genannt. Und hier seht ihr jetzt gerade, wie ein Demo, also wie der Quellcode assembliert wird von einer schwedischen Demo-Gruppe. Jetzt sind wir schon bei der Demo-Szene fast. Jetzt nämlich aus der Cracker-Szene quasi entwickelt. Das kleine Demo, das assembliert hier gerade. Die Files werden eingeladen, wie Grafiken und der Sound als Modul. Und wenn das fertig ist, dann springen wir da mal rein und dann sehen wir. Können wir es ein bisschen lauter haben? Phänomena aus Schweden oder Skandinavien. Ja, typische Amiga-Ball, Rasterbars, Scroller wieder, Logos animiert, Vector Cube, Musik von Firefox und die Leute, die das geschrieben haben, die sind heute auch noch in der Spieleindustrie zum Beispiel, ja. DICE, wir da, Firma, die Musik, ja, auch aktiv sind. Ja, und hier hat man so den Sprung von der Cracker-Szene zur Demo-Szene. Es wurde halt immer gefährlicher, also Programme zu cracken, weil die Polizei in den meisten Ländern dann auf unseren Pferden war und es gab dann eben auch empfindliche Strafen und es war auch sehr schwierig, als Erster mit einem Original dazustehen. Also wir hatten dann Leute in Softwarefirmen und die haben uns dann vielleicht das Programm dann vorher schon ausgehändigt, bevor es in den Handel kam und so weiter. Und da konnten zum Beispiel die Skandinavier nicht so mithalten mit den anderen Ländern. Also Deutschland war da im Vorteil, die Franzosen, die Engländer, weil die Vertriebe einfach schneller abzugreifen waren. Und ich denke, aus dieser Not heraus hat sich da eine sehr, sehr starke Demoszene entwickelt. Hat natürlich auch noch andere Gründe. Ein guter Coder von damals, Slayer von Megaforce oder Scoopex, der hat einfach einen Unfall mit seinem Moped gehabt und konnte dann ein halbes Jahr sein Zimmer nicht verlassen und das ist der beste Coder, also Demo-Coder dann mit Seven Sins oder mit all seinen Produktionen geworden. Also es gab dann immer auch Koinzidenzen, warum was passiert ist, ja. Oder warum kamen wir an die Originale ran, weil eine Freundin von einem Cracker von uns quasi in so einem Vertrieb gearbeitet hat und die hat uns dann immer gesagt, hey, hier gibt's Gianna Sisters jetzt oder so. Ja. Okay. Ja, das ist jetzt zu Ende hier und wir gucken mal, was als nächstes kommt. Ach ja, und ja, dann war sie auf einmal da, die Demoszene und das ist jetzt so eine typische Demo-Party. Die Revision 2015, die ist im E-Werk Saarbrücken und das ist so die
die größte Demo, reine Demo-Party, die es so gibt auf der Welt. Und ihr seht schon, hier stehen lustige Geräte rum. Und ja, das sind Hardware-Projekte, das sind Software-Projekte, die da so am Start sind. Das sind ganz kreative Leute. Ja, das ist eine Riesenhalle hier. Da kommen ungefähr so, ich sage einfach mal 1000 Leute, also 1000 kreative Leute aus der Cracker- und Demoszene. Die ist jedes Jahr zu Ostern. Also wenn ihr da mal hin wollt, es gibt auch eine Führung, ihr müsst nicht unbedingt ein Ticket kaufen und könnt euch das auch mal angucken. Dort werden dann Wettbewerbe abgehalten, Demo-Competitions, Intro-Competitions. Die haben dann zum Beispiel mit, das ist PandaCube, das ist ein Programmierer von DICE übrigens. Und da werden Wettbewerbe für Module, also Sound und Grafiken und so weiter auch dann abgehalten. Ja, gucken wir mal. Ah ja, das ist etwas, das mittlerweile in Mode gekommen ist, die Live-Coding Competition. Dieses Jahr auf der Evoke hat jemand von Tristan und Rezektor, der Hardy, gewonnen. Da hast du 10 Minuten Zeit und musst quasi in einen Interpreter coden und normalerweise spielt ein DJ laute Musik dazu, zwei treten nebeneinander an und am Schluss soll eine möglichst coole Produktion rauskommen. Ja. Okay, das ist jetzt was von mir. Das war auf der Revision 2015, da gibt es wie gesagt Wettbewerbe und da gibt es manchmal auch also spezielle Competitions auf einen Ort bezogen und da hatte man von der Hochschule der Künste in Saarbrücken einen Raum bekommen. Also man konnte die Außenfassade, die ging so ums Eck, konnte man bespielen und da habe ich einen kleinen Gag gemacht. Also ich habe so ein kleines Trainer-Intro für die Party geschrieben, unendlich Bier und so Geschichten. Und das sieht dann auf der Fassade ungefähr so aus. Ja. Das lief dann so um die Ecke auf dem Gebäude in Saarbrücken und hat dann eben auch das Stadtbild bestimmt. Jo. Okay. Und dann gibt es, wie gesagt, diese Wettbewerbe. Und da habe ich das eingereicht. Also Media Facade heißt der Wettbewerb jetzt zum Beispiel. Und dann gucken wir mal, wie das da im E-Werk aussieht. Die haben das also quasi abgefilmt. Können wir es ein bisschen lauter haben, bitte? Also die Demoszene bewegt sich dann hiermit schon in den Bereich Medienkunst. Das ist mittlerweile, kann man das als nahtlos bezeichnen. Ja, wie in alten Zeiten, so ein Scroller, der läuft dann hier um die Ecke quasi auf einem Gebäude. Medienkunst sprechen. In Frankfurt an der University of Applied Sciences war mal ein Wettbewerb ausgeschrieben für Informatik und Gesellschaft, Computer und Geist. Und ja, dann habe ich quasi so ein Demo geschrieben und das ist der Zuse, Computer zusehen und da gibt man so ein bisschen kreative Gedanken ein und mixt das so ein bisschen zusammen, so entsteht ein Demo, ein Sound und hier bin ich so ein bisschen auf die Möglichkeiten von 84 eingegangen, also den Zuse-Rechner. Ich hab eine alte Schrift verwendet, pixelig, ja,
Wann war denn das? 2014. Mhm. Ja, ich lasse das hier auch auf einem relativ historischen Rechner laufen, deshalb ruckelt das im Moment wahrscheinlich so ein bisschen. Und das ist alles ziemlich verpixelt und ich habe da mit einem Codec gespielt und ja, lassen wir das mal so stehen. Der Zuse-Rechner, der steht im ZKM in Karlsruhe. Okay, gibt's auch im Netz. Jo, dann noch ein Live-Konzert. Vielleicht habt ihr es gehört, ich habe da draußen vorhin auch ein Konzert gegeben. Da bin ich bei dem Frankfurter Label Force Inc. mit dabei. Also ich habe in Berlin auch eine Clubnacht, jeden dritten Samstag im Monat im Maze in Kreuzberg. Also da mache ich einfach Musik. Und ja, das ist jetzt auf dieser Revision-Demo-Party quasi ja, die Bühne. Und da habe ich so ein, mit Do-It-Yourself-Synthesizern habe ich da so ein bisschen rumgespielt, so ein bisschen Ambient-mäßig, während die Leute da am Coden sind, ihre Produktionen vorbereiten und so weiter. Mal schauen, ob man da so ein bisschen was erkennen kann. Gleich, ja, die Kamera stellt sich ein. So. Ja, so Kinderspielzeug habe ich da gemoddet quasi, das stürzt gleich ab. Also ein paar Glitch-Geschichten gemacht. Bisschen lauter. Das ist ein Synthesizer in der Fischdose. Fisch-Synthesizer. Ja, das ist dieses Spielzeug. Hier sieht man dann Visuals auf der großen Leinwand, die habe ich dann parallel gestaltet. Das ist so ein Ausschnitt aus Metropolis von Fritz Lang. Und ja, ein bisschen Demoscene-Stuff drüber, drunter, passend zum Sound. Das ist jetzt so ein experimenteller Ambient. Ja, und auf den Chaos Computer Club Veranstaltungen spiele ich auch recht häufig. Also zwischen den Jahren hört man mich immer mal wieder. Dieses Jahr beim 35C3 bin ich wahrscheinlich auch wieder dabei in Leipzig. Okay. Das war mein Vortrag. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke. Wenn ihr die Chance nutzen wollt, ich bin hier und wir können gerne Frage- und Antwortspielchen machen. Falls ihr eine Frage habt, jetzt ist die Chance da. Okay, keine Frage. Doch, da. Können wir ihm ein Mikro geben? Dann ich hab dich schon, glaube ich, aber damit es alle gut hören. Danke. Hallo.
Wie fit bist du bei den Amigas? Ich hatte zum Beispiel zu meiner Zeit einen Amiga 1200, 600, 500 und bei der Nummerierung steige ich nicht durch und recherchieren mag ich jetzt gerade auch nicht. Ja. Sind das die Leistungsstufen, das heißt, dass die nacheinander rausgekommen sind und je höher die Nummer, desto mehr kann das Ding oder wie verhält sich das? Ja, nicht wirklich. Ich kann das mal so durchdeklinieren. Der erste war tatsächlich der 1000er. Und dann kam für den Consumer-Markt der 500er, das war die Spielemaschine, und für die Profis der 2000er. Der hatte dann großes Gehäuse mit Erweiterungsmöglichkeiten und Steckplätzen. Dann kam der 3000er, der konnte schon ziemlich viel, der ist auch relativ rar. Die hatte zum Beispiel bessere Soundfähigkeiten. Es gab dann irgendwann mal ein 500 Plus, der hatte auch ein bisschen bessere Grafikmöglichkeiten. Der 600er kam dann, der war ein bisschen kleiner. Und dann kamen die AGA-Kisten, Advanced Graphics Chipset. Und die hießen dann 1200, das war quasi die Weiterentwicklung vom 500er, der hieß dann 1200er. Und die Weiterentwicklung vom 2000er war dann, also der ausbaufähige, war dann der Commodore Amiga 4000. Den gab es dann mit 6830er Prozessor, 40er und später dann eben auch noch mit einem 60er. Das war dann sehr, sehr selten. Und dann war Ende, dann war Commodore pleite. Ja. Beantwortet das wohl deine Frage? Ja. Ja. Vielleicht noch andere Fragen? Dann Mikro gäbe es hier, wenn ihr noch was wissen wollt. Ansonsten ja, sehen wir uns dann vielleicht auf einer Demo-Party, Revision, jedes Jahr in Ostern, die Evoke in Köln, in den Abenteuerhallen Köln-Kalk. Die ist immer im August. Und wenn ihr euch für Demoscene Productions interessiert, wenn ihr es nochmal länger sehen wollt, zum Beispiel ein paar Intros angucken wollt, Demos, es gibt eine tolle Seite im Netz, die heißt poet.net. Und da findet ihr auch alles und auch Infos zu den Partys, die da kommen mögen. Wir freuen uns natürlich, wenn Hacker dann auch in die Demoscene einsteigen und dann vielleicht Lust haben, mal irgendwas in 4K zu coden. Da kann man tolle Sachen machen. Okay, dann nochmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke. Ja, vielen Dank.